Hallo! Heute schauen wir uns den Lesemonat an und ich kann mit Stolz verkünden, dass ich im Februar, obwohl das ein kurzer Monat ist, einfach so viel gelesen habe wie letztes Jahr im Januar und Februar zusammen. Ich bin so froh, dass meine Leseflaute jetzt nicht mehr so ganz so aktuell ist. Ich muss dazu sagen, ich bin ja trotzdem eine nicht so schnell Leserin und auch eine nicht so viel Leserin, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf meine 5 Bücher. Ihr seht sie hier hinten einmal aufgeführt. Natürlich habe ich auch welche gehört. Ja. Also bitte, ja, das natürlich will ich nicht unterschlagen. Und wir werden heute auch ein Subglasbuch ziehen. Ich werde zwar auch ein Bookopoly-Video machen, aber ich habe irgendwie auch wieder Lust, ein Booktube, was will ich gerade sagen? Aber ich habe auch Lust, ein Subbuch zu ziehen, deswegen machen wir das. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr gelesen habt im Februar. Habt ihr auch euch übertroffen oder habt ihr ein bisschen weniger gelesen? Wie schaut es da aus bei euch? Schreibt mir das gerne. Und natürlich auch, wie ihr die gezeigten Bücher, die ich euch jetzt hier vorstelle, fandet, wenn ihr sie denn schon gelesen habt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Das erste Buch, was ich im Februar beenden konnte, war sogar tatsächlich, glaube ich, auch das, was ich als erstes im Februar beendet habe. Und zwar habe ich das an einem Tag weggesuchtet. Das war ja auch eine Aufgabe aus dem Bookopoly. Dazu kommen wir aber auf jeden Fall im Video zu Bookopoly. Ich werde dazu jetzt nicht so viel sagen. Twisted Dreams von Anna Huang. Ich habe die Twisted-Reihe angefangen. Ich hatte das, glaube ich, mir auch direkt schon auf die Leseliste gepackt bei Bookopoly. Habe das super wenig mehr im Kopf, was da so drin vorgekommen ist. Lass mich mal überlegen, was war das nochmal? In diesem Buch, das ist ein bisschen spicier, ist ja auch sehr, sehr bekannt auf BookTok. Und hier geht es darum, dass der beste Freund von dem Bruder der Protagonistin nebenan einzieht, und zwar von Ava. Das ändert Avas Leben tatsächlich von Grund auf, denn Alex ist, wie steht es hier, heiß wie Sünde und kalt wie Eis. Nee, sieht aus wie die Sünde und ist kalt wie Eis. Aber sie schafft es, die Mauern von ihm halt eben Stein zu Stein einzureißen. Aber tatsächlich haben beide eine dunkle Vergangenheit, der sie nicht entfliehen können und die eine Liebe zwischen ihnen unmöglich macht. Jetzt musste ich erstmal kurz nachdenken, was war denn da nochmal? Erstmal, wie hat mir dieses Buch gefallen? Ich muss sagen, mittel. Sagen wir mittel. Ich fand es sehr unterhaltsam. Natürlich war es spicy. Ich habe aber irgendwie aufgrund der ganzen Rezensionen mehr Spice erwartet. Deswegen war es für mich nicht so spicy wie gedacht. Alex Volkov ist eine wandelnde Red Flag und das ist mir auch beim Lesen natürlich aufgefallen, aber das ist mir auch irgendwie beim Lesen nicht besser geworden. Also ich fand ihn in seiner Gänze einfach so langweilig, so furchtbar, so schrecklich, so irrelevant. Es war auch ein bisschen too much, was diese Geheimnisse, diese düsteren Vergangenheiten und Geheimnisse von den beiden angeht. Es war dann am Ende in so eine kleine Thriller-Richtung. Oder auch so, doch, schon so Thriller, Mystery, nee, Mystery nicht, aber schon Thriller. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz gut. Es war sehr abwechslungsreich. Ich mag das ja immer, wenn das so ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes mit dabei ist. Aber ich muss sagen, also dieser Protagonist, also Alex Volkov, ist so ein blöder Charakter. Ich weiß, viele stehen drauf, zumindest danach das zu lesen, oder viele mögen das, das zu lesen, und weil man das ja, also ihr müsst es abgrenzen, ja, aber ich persönlich muss sagen, dieses Alpha-Getue, touch her and you die, ist in mancher Hinsicht gut, will ich nicht bestreiten, aber wenn sie mit einem Freund redet oder einem Kollegen und der sagt, hey, wie geht's dir, und dieser Alex Volkov dann einen aufmacht, ich bring ihn um, er hat mit ihr geredet, ja, sie darf mit Frauen reden, okay, it's allowed, okay? Also wenn das jetzt so ein Flirty-Ding wäre, dann würde ich das nicht verstehen können, aber dann wäre das was anderes, wie wenn man einfach nur mit einem Freund spricht. Ja, excuse me, was soll das? Deswegen, also das war so ein Mix. Ich muss aber sagen, im Endeffekt war es trotzdem für mich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mich dann natürlich so ein bisschen über den Trottel aufgeregt. Ja, ich fand es aber noch aushaltbar, und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr große Lust nach dem, was dem Ende hier auch angeteasert wurde und auch was so von den Freundinnen von Ava so ein bisschen man schon mitbekommen hat. Ich habe sehr, 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 sehr große Lust auf Band 2. Ich weiß gar nicht, wann der erscheint, aber den werde ich auf jeden Fall lesen, weil das sind immer andere Protagonistinnen, das sind halt ihre Freundinnen hier, und ich muss sagen, da bin ich ready für, ja. Also Band 2, ich werde nicht sagen, um wen es gehen wird. Es wird aber vermutlich, ach, ich sag einfach gar nichts. Also man findet hier es auch schon so ein bisschen heraus, um wen es dann im zweiten Teil gehen wird. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen, der erste Teil ist nicht schlecht, aber ach, ich weiß nicht, mir gefällt der Boy halt einfach nicht. Ich finde das, ja, Spicy-Szenen waren da, Spicy-Szenen waren spicy. Und ach, ja, meine, ich gebe mich jetzt auch nicht. Im Endeffekt war es in Ordnung. Ich kann verstehen, wenn man es nicht so gut findet, weil halt,
Es ist ein bisschen drüber, es ist ein bisschen viel, er ist too much, die Hintergrundgeschichten, weil beide ja eine Vergangenheit haben, die etwas düsterer ist, ist auch irgendwie super viel auf einmal, aber trotzdem was anderes. Ich fand es in Ordnung, man muss es halt mögen, ja, also erwartet da jetzt kein literarisches Meisterwerk oder irgendwie eine langsam sich anbahnende Liebesgeschichte. Slowburn ist es nicht, sagen wir mal so. Dann habe ich ein Buch gelesen, ich habe es hinten wahrscheinlich schon gesehen, nee, ich habe es gehört, entschuldigt. Und zwar muss ich dazu sagen, ich habe das nur angefangen, weil ich gesehen habe, dass der zweite Teil, glaube ich, im März rauskommt. Und ihr habt es wahrscheinlich am Buchschnitt schon erkannt, denn ich habe diesen Erawoken-Buchschnitt von Elise Kova aus dem Carlsen Verlag noch ergattern können. Ich muss sagen, ich habe mir hier, was heißt viel von versprochen. Ich fand das eigentlich sehr aufregend, weil ich diese Elementarmagie, worum es hier geht, sehr, sehr spannend finde. Und Vanessa fand das Buch auch gut. Deswegen dachte ich mir, okay, fängst du es mal an, wenn der zweite Teil dann ansteht oder angekündigt ist oder auch nicht mehr in ganz so ferner Zukunft steht. Das habe ich getan, ich habe es gehört und hier geht es darum, dass Valar die Magie seit jeher fürchtet, denn sie ist in dieser Welt auch tatsächlich nicht so gern gesehen. Also es gibt Magier, aber irgendwie ist Magie nicht so das, was die Leute gut finden. Es ist so, dass dann aber, weil sie in der Bibliothek arbeitet und der Prinz dieses Reiches verwundet ist, in dieser Bibliothek eben helle Aufregung herrscht, denn ein Heilmittel für den Prinzen, der halt vergiftet wurde, soll halt eben gefunden werden. Und Valar rettet ihm das Leben und dadurch erwacht ihre Luftmagie. Also nicht genau dadurch, aber ihr werdet das erfahren, wenn ihr es lest, und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen. Ach, das steht sogar hier. Naja, gut, okay, das wusste ich nicht mehr, dass das hier steht. Valar ist eine Windläuferin, die erste seit knapp 150 Jahren. Und dann geht es darum, dass die sich mit dem Prinzen halt immer so ein bisschen ja anbandelt aus gewissen Gründen. Und dann ist es so, dass sie eine Entscheidung treffen muss, ihre Magie anzunehmen oder diese eben ein für alle Mal aufzugeben. Es ist so, dass ich von vielen auch gehört habe, der erste Teil ist eine sehr lange Einleitung. Und das kann ich hier eigentlich auch bestätigen, obwohl ich die letzten bzw. die nächsten Bände noch nicht gelesen habe. Es ist sehr, sehr, ja, also ich fand es nicht doll, sage ich so, wie es ist. Ich fand die Liebesgeschichte sehr unauthentisch. Die dachte ich mir, ja, also das war wieder so Blaupause, ne? Also Jugendbuch, Love Story, so und so draufgeplatscht und dann war das da drin. Fand ich nicht interessant. Ich habe auch am Anfang gar nichts gerafft. Du wirst halt sofort reingeworfen und hast dann Norden, Osten, Süden, Westen, diesen Luft, Feuer, Wasser, Avatar, Spaß. Und dann geht es auch um irgendwelche Verstrickungen und Kriege und sowas. Und ich weiß im Nachhinein immer noch nicht, wer jetzt. Ich weiß nicht mal, wo Solaris liegt. Das ist dieses Reich hier. Ist es im Osten, Norden, Süden, Westen? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich glaube im Süden. Aber ich weiß es nicht. Weil ich finde, dieses ganze Aufziehen der Geschichte oder dieses ganze Anbahnen einer Geschichte in Buch 1 ist doch eigentlich ein bisschen zu lange. Also ich glaube, hier hinten steht ja auch drauf, es geht darum, muss sie die Entscheidung treffen. Aber diese Entscheidung hätte man nicht in ein ganzes Buch packen müssen. Diese Entscheidung hätte man auf vielleicht 100, 200, 300 Seiten packen können und dann vielleicht, also dann hätten vielleicht wieder auch alle gesagt, es geht zu schnell. Aber irgendwie war das für mich persönlich gar nicht. Also ich fand es echt nicht so gut. Das Ende wiederum fand ich gut. Da geht es dann auch darum, hier steht ja auch, dass die Kräfte nämlich in Solaris gefürchtet sind von den Windläufern. Und dementsprechend könnte sie halt eben diese Welt, diese Stadt Solaris auch eben irgendwie ins Verderben stürzen, irgendwie mit ihrer Luftmagie. Und das ist dann wiederum so ein Aspekt, den fand ich gut. Also ich bin sehr zwiegespalten. Charaktertechnisch fand ich dieses Buch sehr, sehr schwach. Also ich fand es nicht gut. Allerdings finde ich die Welt sehr interessant, auch wenn man da reingeworfen wird. Aber mich interessieren zum Beispiel diese kriegerischen oder dieser Krieg und die Politik hier drin, interessiert mich sogar tatsächlich mehr als diese Love Story. Also es hätte auch eine andere Protagonistin sein können, das wäre mir auch egal gewesen. Und die Love Story fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Ich hoffe, da entwickelt sich noch was, weil es gibt so ein, zwei Punkte, wo ich mir sagen würde, ja, da könnte noch ein bisschen was an Drama passieren. Deswegen bin ich auch noch sehr, sehr unschlüssig, ob ich mir den zweiten Teil holen werde. Ich meine, diese Bücher sind wunderschön, ja. Unabhängig hier, wie heißt der Bums hier, Buchschnitt, muss ich sagen, alleine so ist dieses Buch wunderschön, ja. Und diese nachfolgenden Bände, ach, die sind, glaube ich, hier, nee, die sind hier leider nicht drin, aber die nachfolgenden Bände werden auch wunderschön sein. Und ich hoffe, oder ich erhoffe mir einfach vom zweiten Teil, weil vermutlich vielleicht, ich denke, ich werde ihn eher hören als lesen, aber ich erhoffe mir einfach davon, dass wir ein bisschen mehr erhalten, ein bisschen mehr vielleicht auch Charakterentwicklung, dass es nicht so eine 18-jährige Truller ist, die in jedem anderen YA-Buch, die du auch nehmen könntest und irgendwo anders reinsetzen würdest, und das würde eigentlich genauso funktionieren.
Und dass wir halt eben mehr von diesem ganzen Drumherum erfahren, weil die Welt an sich ist richtig cool. Die Welt ist cool. Dieses Magiesystem ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, Elementarmagie, da bin ich immer für zu haben. Aber die Charaktere, also natürlich lebt die Geschichte irgendwo von den Charakteren, aber die, muss ich auch sagen, haben mir halt nicht gefallen. Deswegen war ich so ein bisschen zwiegespalten. Auch nicht so der Knüller, muss ich sagen, dieses Buch. Dann kommen wir zum letzten Hörbuch. Und zwar habe ich dieses Buch, das ist der dritte Teil einer Reihe, auch gehört, weil ich einfach, ich weiß nicht, diese Hörbücher sind einfach für mich so ein sehr, sehr schöner Ort. Das macht einfach Spaß. Ich muss immer schmunzeln. Es ist etwas, wo man jetzt nicht so eine Komplexität erwarten würde. Und das ist es auch nicht. Aber es ist einfach schön. Und deswegen war ich umso trauriger, dass mir dieses Buch nicht so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, was los ist. Die anderen beiden haben mir aber wieder besser gefallen. No panic. Und zwar geht es um Bridgerton 3. Wie verführt man einen Lord? Die Geschichte rund um den zweitältesten Sohn der Bridgertons, und zwar Benedikt. Es geht ja immer darum, dass halt eben die Bridgertons, das ist, wenn ihr die Serie vielleicht auch kennt oder die Bücher gelesen habt, eine sehr, sehr große Familie von, ich glaube, 8 Kindern, die eben in diesen Büchern immer ihre Liebe finden. Es spielt 1800, doch 1800, genau, 1800 müsste es spielen, also im 19. Jahrhundert. Hier so ein Haar. Und Band 1 und Band 2 haben mir ja richtig, richtig, richtig gut gefallen. Deswegen war ich auch sehr gespannt auf Benedikts Geschichte. Der Aufhänger ist eigentlich, dass es einen rauschenden Maskenball im Hause Bridgerton gibt. Und unter diesen ganzen Gauklern, Prinzessinnen und allen versteckten, maskierten Menschen findet eben Benedikt eine unbekannte Schöne, die mit den Augen funkelt und die er nicht mehr so leicht vergessen kann. Sie muss aber verschwinden, bevor eben der Maskenball zu Ende ist. Und deswegen ist da eine Zeit zwischen, bis sie sich vielleicht wieder treffen. Und in dieser Zeit sehnt sich Benedikt halt immer sehr nach dieser unbekannten Schönen und er schwört sich selber niemals, eine andere zu heiraten. Es ist aber so, dass dass das Schicksal, das Universe dann aber die beiden irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, voneinander wegführt oder auch zueinander hin. Es gibt so ein, zwei Schwierigkeiten, die eben bei denen ja den Ausgang ihrer Liebesgeschichte ungewiss machen. Und am Anfang muss ich sagen, ich habe es so gefeiert. Der Anfang war so toll, dieser Maskenball, das war so dieses mini bisschen Cinderella Retelling. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe Vanessa immer geschrieben, ich so, oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Aber nach und nach, je weiter die Geschichte irgendwie dann fortschritt, muss ich sagen, dass mir Benedikt immer so unsympathischer geworden ist, jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat. Also Anthony ist ja mein Favorite Boy, zumindest bis jetzt, was ich so gelesen und gehört habe. Benedikt war mir sehr unsympathisch, muss ich dazu sagen. Seine Einstellung in manchen Dingen und auch seine, ja, einfach das, was er gesagt hat, er ist halt. Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Er ist halt klar im 19. Jahrhundert dementsprechend vielleicht auch gängig mit seiner Meinung, aber nee, also der Anthony ist nicht so, würde ich behaupten. Und auch der Duke of Hastings ist nicht so, ja? Und deswegen war Benedikt mir einfach sehr, sehr unsympathisch. Das hat auch leider so ein bisschen die Geschichte etwas abgeflacht. Also ich liebe trotzdem noch das Setting. Ich mag auch den Aufhänger dieser Geschichte am Anfang, Cinderella. Ich meine, Cinderella, man kennt es aus den Filmen, ist halt arm, der Prinz ist reich, lelele, you know. Hier auch so. Und natürlich gibt es auch wieder so ein, zwei Dinge, wo es mich so hat machen lassen, aber immer weniger bei Benedikt einfach nicht so mein Favorite Bridgerton ist, würde ich behaupten. Anthony ist immer noch unangefochtener Nummer 1, ist einfach so, es ist wie es ist. Und Benedikt ist halt wahrscheinlich sehr weit unten bei mir jetzt gelandet. Aber trotzdem war es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es war gut zum Zwischendurch weglesen oder weghören in dem Zusammenhang. Ich freue mich auch auf die nächsten Bände. Aber wie gesagt, Benedikt, der hat es nicht. Der hat es nicht. Der hat es einfach nicht. Dann kommen wir zu den zwei Büchern, die ich dann tatsächlich gelesen habe. Das Buch, was ich euch jetzt zeige, habe ich in einem Buddy-Read gelesen. Und zwar Das Lied des Achill von Madeline Miller. Ja, der Buddy-Read ist so ein bisschen schiefgelaufen. Wir haben uns beide irgendwie ein bisschen verplant mit der Zeit. Also wir hätten das eigentlich viel früher schon beenden können. Aber wie gesagt, ich finde es gar nicht schlimm. Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, immer gerne wieder. Und dieser Buddy-Read ging länger als erwartet, wie gesagt. Und Lied des Achill, ich glaube, ihr kennt es alle schon. Es ist sehr, sehr gehypt auf BookTok. Es ist sehr, sehr gehypt generell in der Buchwelt. Und es geht hier darum, dass eben die Freundschaft zwischen Achill und Patroklos in antiken Griechenland stattfindet. Es geht um den Trojakrieg. Es geht um den ja, die Jugend und die Kindheit der beiden, denn die sind von Anfang an schon sehr eng miteinander. Und ja, es geht halt so wirklich von, sagen wir mal, Kindesgebeinen an
bis zum Ende und Patroklos erzählt uns diese Geschichte eben von Achill. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich fand Circe ja richtig gut, auch wenn das Buch sehr, sehr dick war. Aber das hatte ich ja auch im Buddy Read gelesen und da hatten wir netterweise oder wurden mir netterweise die Plots oder diese Parts rausgestrichen und gesagt: Hey, Michelle, lies das nicht, das spoilert auch dieses Buch hier. Obwohl man ja die Geschichte rund um Troja und Achill eigentlich, also ich kenne sie, deswegen war jetzt nichts groß Neues für mich dabei. Vielleicht war der Hype zu groß, vielleicht war der Hype meinen Erwartungen entsprechend eben nicht ja, so gut, denn ich muss sagen, irgendwie hat es mich nicht umgehauen. Ich habe weder geweint, obwohl ich eigentlich auch nah am Wasser gebaut bin, noch habe ich irgendwie mit den Charakteren mitgefühlt. Das ging mir alles viel zu schnell. Es war nicht so, dass ich am Ende gesagt hätte, also ich war froh, dass das Ende gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich fand, man kam super hier durch. Der Schreibstil ist wirklich toll. Aber das, was mir bei Circe, ich glaube aber doch, das Buch ist, glaube ich, auch vor dem Circe-Buch erschienen. Und das, was mir bei Circe so schön oder so gut gefallen hat, war, dass es so ruhig war, aber trotzdem sind so Dinge passiert und es war irgendwie so atmosphärisch. Und hier war das so. So, dann sind wir 19, dann sind wir 20, dann ist er tot, dann ist der doch wieder am Leben. Also, das waren jetzt keine Spoiler, ich habe einfach nur was dahin gesagt. Ich habe weder geheult, wo am Ende zum Beispiel meine Buddy-Read-Partnerin hat auf jeden Fall geweint, muss ich dazu sagen, das hat sie mir zumindest geschrieben. Und ich nur so, okay, ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil es war ja klar, dass es passiert. So. Am Ende war ich dann aber natürlich trotzdem froh, dass es so gekommen ist. Also, ich war auch um das Ende eigentlich ganz nicht froh, also, es hört sich jetzt falsch an, aber wenn ihr das gelesen habt, wisst ihr, was ich meine. Umgehauen hat es mich auch nicht. Umgehauen hat es mich einfach auch nicht. Also ich habe, warum auch immer, in diesem Monat zwar viel gelesen, aber nichts hat mich wirklich umgehauen. Aber ich finde es nicht schlimm. Also die Bücher sind ja trotzdem alle noch hier. Das heißt, für mich sind diese Bücher trotzdem noch gut, aber keine Highlights und auch jetzt nicht krass. So muss man dazu sagen. Liebe Sache, bin ich da alleine? Also ich habe Vanessa gefragt. Vanessa meinte, sie war jetzt auch nicht so begeistert. Ich muss, wie gesagt, sagen, dass ich Zitze viel, 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 viel besser fand. Einfach. Weiß ich nicht, das war einfach mehr mein Buch. Zu schnell. Im Endeffekt hat es mir nicht so viel gegeben. Fun Fact: TikTok möchte meine Meinung zu diesem Buch ändern und zeigt mir immer wieder super dramatic schöne Edits, wo ich mir sagen muss, die sind schon schön. Und jetzt habe ich irgendwie so einen Zwiespalt. Finde ich das Buch doch besser als gedacht, weil TikTok es mir sagt? Oder finde ich das Buch besser als gedacht, weil ich es sage? Okay, das letzte Buch hat mir aber wirklich gut gefallen. Deswegen haben wir wenigstens, also ich habe das auch zum Schluss gelassen, damit wir halt wenigstens das Ende des Videos mit einem positiven Buch beenden. Und zwar habe ich Ex-Hex von Aaron Sterling gelesen, Verliebt, Verwünscht, Verbündet. Und dieses Buch hat mir so, 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 so gut gefallen. Das war genau das, was ich erwartet habe und auch genau das, was ich mir gewünscht habe. Und zwar geht es hier darum, ich habe es glaube ich schon ein bisschen öfters erzählt, dass unsere Protagonistin eben mit 19 einen jungen Mann kennenlernt, der eben aus Wales wo wohnt sie nochmal? Irgendwo in Amerika auf jeden Fall. Auf jeden Fall in dieses kleine Örtchen Gravens Glen kommt. Er ist nämlich Mitglied der Gründerfamilie und die beiden haben einen Sommer zusammen, aber er bricht ihr das Herz und sie ist eine Hexe und er auch. Und deswegen macht sie das, was jede junge Hexe tun würde und nämlich verflucht sie ihn. Aber natürlich nicht im Ernst. Ja, also die mit einer Flasche Wodka und ihrer Cousine machen die sich eben so ein bisschen daran, ihn zu verfluchen. Und dabei geht aber natürlich irgendwas schief. Und als der junge Mann 9 Jahre später zurück nach Gravens Glen kommt, um halt eben die Kraftlinien zu stärken, das sind die Linien, die eben die Quelle der Magie für dieses Örtchen und der Hexen, die da drin wohnen, sind, passiert ein großes Unglück und der Fluch entfaltet erst seine volle Wirkung. Denn, Surprise, war nicht nur ein kleiner Spaß, die haben ihn nämlich wirklich verflucht. Und dann geht es darum, dass eben nicht nur die Magie dieses kleinen Örtchens in Gefahr ist, sondern eben auch die Leute selbst und der Ort selber. Und dann geht es darum, dass die beiden trotz gebrochener Herzen von vor 9 Jahren sich zusammenschließen müssen, um halt eben dieses Örtchen und dieses ganze Schlamassel wieder aufzudröseln. Und es war so schön. Ich fand es so gut. Es war so locker, leicht, nichts Dolles. Also es ist auch nicht irgendwie super literarisch, aber es ist so schön. Und dann genau das richtige Spicy und genau richtiger Witz und genau richtige Art von Spannung. Also es ist einfach ein rundum gutes Buch, Kleinstadtfeeling. Manche könnten es vielleicht als ein bisschen zu platt irgendwie beschreiben, aber das erwarte ich bei dem Titel und bei dem Buch jetzt auch irgendwie nicht, dass da super detaillierte Sachen beschrieben werden. Es ist alles eine gute Auflösung gehabt. Also es war alles irgendwie, ich sag mal, logisch zum Folgen. Und natürlich ging es auch super schnell. Ich meine, das Buch ist nicht unfassbar dick, aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe es auch recht schnell gelesen und ich habe natürlich auch richtig Bock auf Band 2. Ich weiß gar nicht, ob der auf Deutsch auch erscheinen wird. Also der erste Teil ist auf jeden Fall, der zweite Teil ist auf Englisch auf jeden Fall schon erschienen.
Und ich habe es einfach so sehr gemocht. Also das war, wenn ich ein Highlight benennen müsste, war das auf jeden Fall dieses hier. Die anderen waren ja so meh. Und das war wirklich ein Buch, wo ich mir sage, ja, so etwas locker leichtes Rom-Com mit ein bisschen Fantasy, nicht zu doll. Das ist das, was ich gebraucht habe. Und natürlich habe ich auch manchmal richtig Bock auf so einen epischen Fantasy-Roman mit Liebe und Verrat und Schund und sexy Time und detaillierten Beschreibungen und Krieg. Hier habe ich das nicht gehabt, aber es hat mir auch nicht gefehlt, weil es war einfach eine sehr schöne Geschichte. Kann ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe es sehr, sehr geliebt. Ich habe sehr lange geredet und trotzdem sind wir relativ zügig durch, finde ich. Ich werde es gleich sehen, was die was die Zeitanzeige sagt. Ich werde jetzt aber noch ein Buch ziehen. Und zwar muss ich aber dazu sagen, ein Suchbuch wird jetzt noch gezogen, aber ich muss sagen, ich bin, was den März mit dem Lesen angeht, vielleicht nicht ganz so optimistisch. Wir machen zwar auch noch Bukofuli, aber erwartet nicht zu viel von meinem Leseverhalten, denn ich muss sagen, ich bin jetzt schon aufgeregt, weil ich bald am Ende März in Urlaub fliege. Deswegen weiß ich nicht, ob Ende März überhaupt Videos kommen werden, einfach nur, weil ich da halt nicht da bin bis Mitte April. Und deswegen bin ich jetzt schon aufgeregt und weiß nicht, ob ich mich aufs Lesen konzentrieren kann. Also Hörbuch hören wird wahrscheinlich ganz gut laufen, allerdings bin ich, wie gesagt, so aufgeregt. Ich bin schon seit 2023 Beginn aufgeregt und jetzt ist es halt wirklich nicht mehr so lange und kann nicht mehr. Ich bin so aufgeregt. Trotzdem werde ich versuchen, so viel wie es geht für euch eben, vielleicht sogar nehme ich euch auch mit ein paar Vlogs oder so, wenn ich da Zeit und Lust habe. Aber erstmal ziehen wir das nächste Buch. Trotz Unhaul müsste es eigentlich aktuell sein. Ich habe die ganzen neuen Bücher reingepackt. Ich habe die alten rausgeholt. Also, we will see. Ich mische jetzt noch einmal. Nehme ich den hier. Oh no, es sind zwei. Oh no, ich habe es genau so gegriffen. Sollen wir beide nehmen? Ich habe es genau so gegriffen. Wir nehmen einfach beide. Oh, und dann könnt ihr abstimmen. Oh. Nummer 1, Catching Up with the Carters. Und Nummer 2. Oh no! A Good Girl's Guide to Murder. Okay, ihr könnt doch nicht abstimmen, denn dieses Buch will ich mit in Urlaub nehmen. Das kommt wieder da rein. Also wird es Catching Up with the Carters. Ich meine, ich weiß. Das ist zwar auch im März, aber im März werde ich es nicht beenden. Ich werde es dann im März mit in den April nehmen. Catching Up with the Carters. Es ist ein Young Adult, nee, New Adult Buch. Look at it. So pretty. And I have a sticker. Werde ich mir wahrscheinlich nirgendwo hinkleben, aber cool. Catching Up with the Carters, es ist so ein. Ich hoffe, es wird gut, weil das ist auch mal ein bisschen was anderes. Es geht hier eher so ein bisschen in die Richtung Keeping Up with the Kardashian-Vibe. Es geht nämlich darum, dass die Familie der Protagonistin Aphrodite eine Reality-Show hat und seit jeher im Rampenlicht steht und sie halt auch von Kindesbeinen auf eben begleitet wurde von der Kamera. Und die Öffentlichkeit hält sie eben für so ein Party-It-Girl. Wie es aber in ihr drin aussieht, weiß niemand außer Garrett, dessen TV-Dynastie eine Fehde gegen die Carters führt. Die beiden waren mal zusammen, ihre Liebe zerbrach jedoch und erneut werden fiese Dinge irgendwann über Aphrodite geschrieben und sie begibt sich dann eben auf einen anderen Weg und zwar möchte sie jetzt hinter der Kamera stehen und möchte eben sich eine eigene Karriere aufbauen. Am Set trifft sie natürlich ausgerechnet auf Garrett, wer hat das gemacht? Und ein Blick in seine blauen Augen, auf die Narben an seinem Kinn und die bittersüßen Erinnerungen sind zurück. Wie auch diese unbeschreiblich tiefen Gefühle. Wenn Aphrodite nachgibt, könnte sie es endgültig zerstören. Ist ja wieder so dieser Trope Back with the Ex, aber ich fand diese Reality-Show-Sache eigentlich ziemlich spannend. We will see, how mir das gefällt. Gutes Denglisch, oh mein Gott. Wir werden sehen, wie mir das gefällt. Und wie gesagt, seid nicht traurig. Ich fand es eigentlich eine gute Idee mit dem Wählen von eurer Seite aus. Aber wie gesagt, A Good Girl's Guide to Murder steht schon auf meiner Leseliste für April. Deswegen, ja, es ist irgendwie doof, weil jetzt will ich mit in Urlaub nehmen. Das war mein Lesemonat. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wie ihr die gezeigten Bücher fandet, wenn ihr sie auch schon gelesen habt, ob ihr sie noch lesen wollt. Irgendwie hatte ich den Lesemonat ein bisschen euphorischer im Kopf. Vielleicht habe ich mich einfach von der Menge der Bücher, die ich gelesen habe, blenden lassen. Denn jetzt im Nachgang merke ich halt, mir hat eigentlich nur ein Buch richtig gut gefallen. Und das war Ex-Hex. Die anderen, wie gesagt, waren in Ordnung. Und ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, mit euch in den Kommentaren zu sprechen und wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend. Und tschüss.